So, willkommen zurück zu Call of Duty Black Ops Cold War. Wir sind anscheinend gerade mal jemand komplett anders. Ich kenne es jetzt, wenn Leute greifen. Wir sind auf jeden Fall gerade irgendwie. Ich gehe mit der Pausenraum gehen, ist ja schön. Wie kommst du da raus? Und was kriege ich? Er hat Ringe unter den Augen. Einen billigen chemischen Ersatzstoff. Die hatten damals schon Kaffee und kriegen nichts aus Kuba. Die haben doch hier Kaffee oder nicht? Ich werde morgen Beschwerde einreichen. Morgen, bestimmt. Kann ich ja nicht beliebig Leute besuchen? Ob ich die komplette KGB-Zentrale einfach komplett leerräumen kann? Ach, guck mal, hier ist wieder ein Schrank. Also ich könnte hier wieder mir Leute schnappen. Also theoretisch kann ich hier also komplett alle Leute mir greifen und alle weghauen. Ah, guck mal, also da kann ich das Schloss knacken. Ich flieg bestimmt gleich auf, oder? Ach naja, gut. Wo wäre denn der Spaß daran, wenn ich das nicht machen würde? Die Kommandozentrale, was kann ich in der Kommandozentrale eigentlich machen? Wo bin ich gerade? Achso, in der Kommandozentrale kann ich sowieso ihn treffen. Das ist vergiftet Scharko. Schön, dass übrigens Scharko vergiften direkt eine eigene Quest ist, ne? Na gut, gucken wir uns mal weiter um. So, das ist der. Da ist Charkov. Ja, das ist der letzte mit einem Schlüssel. Na gut, den könnte ich wahrscheinlich easy. Okay, hier könnte ich einen Termin vereinbaren, das möchte ich aber noch nicht. Rekrutierungsbüro dürfen. Ich würde gerne mal gelegentlich abspeichern. Wenn nur wie besser im Schloss klangen wäre, wäre das hier alles irgendwie weniger spannend, muss ich ja sagen. Na komm schon. Oh, Mann, ey. Oh, sind Sie wegen meines Auftrags hier? Oh. Der Wachmann der Waffenkammer mag kubanische Zigarren. Vielleicht kann ich ihn bestechen. Richterakte? Ah ja. Günstige Qualität, eine eigene Ausbildung aufgedeckt, die als Quelle für CIA-Jäger verbindet, so wie jetzt potenziell geeignet für Zielestreffen, der Informant sucht Unterschlupf, finde heraus, welche Informationen noch preisgeben, weist ihn dann einen Truppen zu. Lukas Richter, ah ja, Gibt's hier irgendwo einen Schrank? Oh ja, gibt's in der Tat einen Schrank, ne? Na gut. Vielleicht Glück ich, dass ich den guten Mann hier im Rekrutierungsbüro direkt gefunden habe, ne? Adler wird erfreut sein. Jetzt zu diesem Bunkerschlüssel. Jo. Das fällt bestimmt überhaupt nicht auf, ne? Das hat mich auch keiner wie gesehen. Ein Doppelagent zu sein ist nicht leichter. das klingt irgendwie auch sehr ironisch, ne? Das ist halt. Hier ist es nie leicht, ein Doppelagent zu sein. Es gibt hier noch Schönes. Oh, hier. Weltraum. Yay. Ha. Fühlt doch irgendwie keiner verdächtig, ne? Das ist. Von gerade der Sicherheitschef, von allen Leuten. Oh, Archiv. Komm ich da ohne weiteres rein? Ich weiß noch nicht, was ich mit diesem Archiv hier soll, aber. Oh, sind hier Leute? Ich meine, müsste es nicht irgendwie auffallen, wenn schon eine Person im KGB-Hauptquartier stirbt, ne? Ich meine, das sind jede Menge Leute, die jetzt zu Tode kommen. Das würde mir irgendwie sehr viel Sorgen machen, ne? Weiß nicht, ich finde das irgendwie sehr besorgniserregend. Also an sich hat Bennikoff eigentlich gar keine andere Wahl, als sich hier nach abzusetzen, oder? Ich meine, das ist halt erst Sicherheitschef und unter seiner Aufsicht sterben mehrere Leute. Also das ist mal nicht. Ich meine, der muss ja irgendwie reingekommen sein. Hey, aber hey, wir haben einen Beweis für die Operation Roter Zucker. Das ist, glaube ich, der letzte Beweis, der mir noch gefehlt hat. Das ist schon mal gut, dass ich den habe. Yay, ja, genau. Jetzt habe ich nämlich alle drei. Muha. Jetzt muss ich das hier nur noch erfolgreich abschließen, ne? Oh, hier gibt es noch einen Dick. Achso, das habe ich den. Also ich hätte ja wahrscheinlich sogar drin sein dürfen, ne? Naja. Kann es sein, dass das Schlossknackensystem ganz anders funktioniert, als ich das denke? Man muss es nur auf die richtige drehen und dann einfach abwarten, ne? Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, das funktioniert irgendwie anders. Das ist der KGB hat die Entführung seiner Frau und Tochter schon geplant. Das kann ich zu meinem Vorteil nutzen. Ah, Pietro Ebon, noch Professor, staatsanwaltliche Aktivitäten, Förderungsdienst. Pietro legt wenig Wert auf sein eigenes Leben, doch seine Familie ist ein Schwachpunkt. Forscher, seine Familie Gewahrsinn nehmen. Am Agenten schickt er seine Familie diese Woche abholt. Chuck mit den Gefangenen reden lassen. Hier, was bringt er das?
Also ich rede hier generell jetzt einfach mit allen möglichen Leuten, ne? Ich irgendwie, also ich mache jetzt einfach jeden Raum hier auf, den ich kann, der am besten nicht markiert ist. Waffenkammer, über den Waffenkammer komme ich nicht ran. Die Tatsache, dass hier überhaupt eine Waffenkammer existiert, lässt mich ja irgendwie glauben, dass es hier noch irgendwie... Kann ich mit ihm reden? Genosse, was kann ich tun? Ich brauche Zugang zur Waffenkammer? Tut mir leid, Genosse Belikov, aber Sakajew hat die Sicherheitsmaßnahmen verschärft. Sie brauchen die Erlaubnis der Kommandozentrale. Ah ja, die Waffenkammerpapiere. Genosse? Ich könnte ihn tatsächlich überreden, aber das erscheint mir wie unklug zu sein, ne? Verwaltung? Gibt's hier irgendwas Schönes? Außer noch einen Schrank, wo ich noch eine Person weggreifen kann. Von hier aus könnte ich in die Datenerfassung kommen, okay. Ist der Typ da hinten alleine? Aber das Ding ist halt, dass das Belikov ja eigentlich für die Amis relativ wenig Bedeutung hat, nachdem er aus dem KGB rausfliegt, ne? Ich weiß nicht, sind die Amis dafür bekannt, so Leuten so irgendwie Unterschlupf zu geben? Wo kommt denn auf einmal das Messer her? Was zur Hölle? Vor allem müsste ich jetzt nicht ordentlich Blut auf der Uniform haben? Naja. Vor allem den hat er komplett anders umgehauen als die anderen Leute davor, ne? Das spricht ja irgendwie dafür, dass das jetzt hier nicht so vorgesehen war, dass ich hier rumhänge, oder? Vor allem wofür eigentlich? Oh. Auf Computer zugreifen. Da bin ich immer gespannt, ob wir hier noch machen und was machen können. Bitte Benutzernamen eingeben. Kravchenko. Ah ja, das ist eine Sperrung von Bunkerschlüsseln. Passwort für... Kenne ich das Passwort? Woher kenne ich das Passwort? Schlüssel umprogrammieren? Ersatzschlüsselkarte erforderlich. Ich habe keine, ne? Fehler. Achso, deswegen muss ich in die Waffenkammer. Ah, okay. Meine General zu vergiften wäre natürlich auch noch eine gute letzte Verabschiedung. Ich glaube, übrigens nicht, das Spieler. Kann ich mit ihm reden? Ja, ich kann ihn nur um. Lautloser Tod. Ugh. Achso, ich hab gedrückt gehalten, deswegen war das lautloser Tod am Ende bei mir. Kommen wir hier rein? Ach, hier gibt's noch Keller und achso, hier muss ich hinter Adler das Dings übergeben, ne? Serverraum und Unterreden bis auf weiteres gesperrt. Aber hin kann ich ja erstmal öffnen. Müsste das nicht total auffallen, wie denn hier am Ende meine Uniform aussieht? Was habe ich denn so eine Karte hier? Ich habe natürlich keine Karte für das Zeug hier unten. Das ist für Freestyle also. Hier stehen echt viele bewaffnete Leute rum, ne? Vor allem hieß es nicht, Belikov selber kann doch... Also das ist die ganze Story ursprünglich war doch, dass Belikov nicht selber die Daten rausholen würde, weil dadurch seine Tarnung auffliegen würde, ne? Aber... Alle Schritte, die wir bis jetzt gemacht haben, waren ja irgendwie doch schon... Also wir haben noch nichts gemacht, was auf Belikov selber hinweisen würde, ne? Also die ihn auffliegen lassen würden, würde ich mal behaupten. Wir haben ja nur immer Leute von hinten umgebracht. Den Mann in der Überwachungskammer. Aber da müsste ja ein Mitarbeiter sein, der sowohl... Oh, na gut, wir haben immer die Schlösser geknackt, ne? Bis auf die in einem anderen Bude. Naja, vielleicht gut, das... Ja, gut, das ist, bis jetzt haben wir noch keinen konkreten Hinweis auf Ultima. Das, wenn wir jetzt halt Überreden benutzt hätten für die Waffenkammer, dann gäbe es auf jeden Fall einen Indizienbeweis dafür, dass wir das... Ach, hier komme ich wirklich nicht. Ja, solange die VIP im Gebäude ist. Ah, ja, der VIP. Solange das... Ja, stimmt, wir haben eigentlich noch niemanden an sich. Und das ist wahrscheinlich der eine Fahrstuhl, der tatsächlich runterführt, ne? Ja, stimmt, bis jetzt haben wir eigentlich noch keine Beweise hinterlassen. Wer ist er denn hier eigentlich? Wir sollten heute Abend aufbrechen können. Achso, ist das so? Das verbindet hier nur einen Raum mit dem anderen. Okay, gut. Hier könnt ihr erst ein Treffen mit dem General machen. Aber wenn ich den General umbringe, da weiß doch jeder genau, wer den Termin veranlasst hat, ne? Also ich bräuchte irgendwie... Schön, dass die Tür hier offen ist, ne? Ich bräuchte also den Zugang zur Waffenkammer. Er ist schon weg, der andere Typ. Kann ich mit meinen eigenen Bräunen was machen? Nö. Okay, gut. Ach, guck mal, hier ist Kravchenko. Belikov. Haben Sie schon den Maulwurf? Ja, ich bin selber. Noch nicht. Egal. Es gibt weitere nicht autorisierte Kommunikation. In wenigen Stunden wissen wir, von welchem Computer sie ausging. Ach so. Achso, ich muss den
Ich werde bald enttarnt. Im Serverraum könnte ich eine Spur zu Charkov legen. Ach so, das will ich in den Serverraum. Okay, verstehe. Was ist das hier? Wie kann ich Ihnen helfen, Genosse? Bunkerschloss Torf machen sicher sind. Ach so. Ach, hier ist der Bunker. Ah, verstehe. Dimitrov? Genosse Belikov, wir haben da drin einen Dissidenten, Pyotr Ivanov. Charkov will mit ihm sprechen. Ach so, das ist der Typ, von dem sie schon vorhaben, die Familie zu entführen. Soweit ich weiß, hat er mit dem Feind zusammengearbeitet. Er wird schon bald verschwinden. Naja, hochinteressant. Na gut, ich werde den Raum inspizieren. Bringt mir das was? Ja, Genosse, ich habe den Raum schon gesichert, aber gehen Sie ruhig rein. Okay. Ich kann mich einfach setzen. Vor allem schön, dass er immer noch den Sack auf dem Kopf hat, ne? Wer auch immer Sie sind, ich sage gar nichts. Ich muss Ihre Spielchen nicht mitmachen. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Ja, wir wissen ja schon, wer da gefangen ist. Haha! Der KB will den Familien. Was? Was hat meine Familie mit dieser Sache zu tun? Wenn du mir hilfst, kann ich für die Sicherheit deiner Familie hören. Das. Er sieht uns ja nicht, ne? Ja, ich tue alles. Bitte, was soll ich machen? General Charkov für mich töten. Ich lockere deinen Handschein, keine Fragen. Ah, das ist natürlich auch geil, ne? Ihn töten? Ich versuche es. Aber Sie müssen mir schwören, dass meine Familie verschont wird. Das müsste ich dann irgendwie da organisieren, ne? Das wäre ein sehr schön leuchtender Tisch, ne? So. Kann ich mit ihm nochmal reden? Ne. Belikov, ich habe was Witziges gehört. Lass uns reden, sobald ich hier fertig bin. Genosse, wie geht es unserem Freund? Ich weiß es nicht. Er ist nicht sehr gesprächig. Ah, das werden wir ändern. Bürger Ivanov, ich hoffe, Ihre Unterbringung ist zu Zufriedenheit. Kannst du schon mal wo gucken? Die Hölle steht für mich nicht auf dem Plan. Für Ihre Tochter hingeht. Achtung! Problem in der Arrestzelle. Oh. Das hätte ich woanders lösen sollen, oder? Jetzt könnte ich einfach den Bunkerschlüssel klauen, oder? Ich kann nicht jetzt einfach ablenken, oder? Ja, Genosse. Niemand betritt den Raum. Achso, ja. Ja. Wenn ich jetzt aber seinen Schlüssel klaue, dann ist das ja irgendwie. Stopp! Was ist passiert? Was ist passiert? Okay, gut, ist das beschuldige Charkov? Können wir wissen von den Kommunikation? Also, wir wissen noch nicht viel. Achso, jetzt könnte ich. Ach ja, jetzt kann ich die Schuld auf Charkov schieben. Okay, jetzt müsste ich natürlich irgendwie. Jetzt muss ich doch noch irgendwie unten einbrechen. Führungskonferenz? Was kann ich hier drin machen? Gibt es den Raum einfach nur aus Fluff? Diese verlegten Kabel hier immer, das ist ja schrecklich. Also, wir müssen jetzt auf jeden Fall noch runter in den Serverraum, ne? So, schalte den Informanten aus, das ist ja schon passiert. Berede den vergammten vergifte Charkov. Ich hab was ich brauche, um die zum Wachmeister aufzumachen. Ich hab was ich brauche? Hier, der Ring ist viel zu warm. Wo hab ich denn das her? Das, was ich brauche für den Wachmann? Ah, der erinnert sich doch daran, wer diese scheiß Karte da sich geholt hat oder nicht. Ich meine, die Kopie ist natürlich die sauberste Lösung. Wie kann ich Ihnen helfen? Ach nee, ich hab was ich brauche, weil ich ihn immer überreden kann. Na gut, das will ich aber nicht. Ich will ja eigentlich den Zugangsdings haben, ne? Okay, wir könnten uns einfach den Bunkerschlüssel holen, aber wir müssen ja vor allen Dingen vorher noch die Servergeschichte. Ich hab gerade beide einmal umgebracht. Gut, dass es auf unterschiedlichen Tasten liegt, ne? Das ist ein bisschen doof, dass ich jetzt hier quasi nicht. Nee, das ist nur der Pausenraum. Ich brauche quasi noch den aus der Verwaltung, den Waffenkammer-Zugangsdings.
Okay, und weiter komme ich ja nicht wieder hoch, ne? Genau, und die Verwaltung ist ja hier. Krieg Genosse ich Sakajew wartet noch darauf. Versuch es noch einmal. Ja, um 13.45 Uhr. Wo ist Dinov? Brite, Australier oder Amerikaner, Genosse? Valentin, Brite, soweit ich weiß. Adam sagt, er ist vom MI5. Wir können das nochmal überprüfen. Büro. Das und ihr ist ein Na, die sieht aber nicht sehr gesund aus. Warte mal, hier kann ich da bestimmt jetzt irgendwie... Das ist der Typ, der sich so langweilt, ne? Ist das nicht der, der den Koffer entgegennehmen sollte? Nö. Ich kann hier random Leute besuchen. Mir kommt es auf jeden Fall so vor, als hätte ich schon zu früh getötet, ne? Jetzt hätte ich mir Zeit lassen müssen. Na gut, wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal im Keller und machen die andere Geschichte. Klar könnte ich jetzt Olle Tscharkow schon beschuldigen. Was sind denn die Ränder so agitiert durch die Gegend? Das finde ich gefällt mir ja gar nicht. Ich muss halt bloß die dumme Treppe nochmal finden. Moment, wo ist denn diese Seitentreppe hier? Gefängnis? Gibt es mehr als eine Seitentreppe? Gesperrte Bereiche, Server. Ja genau, ich möchte diese Treppe, die hinter mir ist und dann da ist, ne? Wir haben auch noch nicht alles erkundet, ne? Aber es sieht immerhin sehr schön aus hier, ne? Ich muss mich übrigens entschuldigen, dass ich sehr langsam unterwegs bin hier mit der ganzen Geschichte, aber es ist... Man will sich ja bei solchen Sachen, wenn man das ja angenehm langsam machen, aber die Frage ist halt, dass die ganzen Leichen, dass das wie hier Belikov nicht auffallen soll, weiß ich ja auch nicht. Vor allem ist das wie genützlich eigentlich, dass wir gerade in der Nähe waren, in dem Moment, in dem Belikov gerade Tscharkow gerade zeitlich gesegnet hat, ne? Okay, im Serverraum dürfen wir also nicht sein, ob ich die Leute einfach wieder zurück in ihre Lüftungsschacht schlagen kann. Also Lüftungsschachtleiche, die würde bestimmt erst in Tagen auffallen. Übrigens sind diese Dinger normalerweise so dünn Blech. So, wo muss ich jetzt hier hin? Im Serverraum. Hier steht sogar ein Spielautomat rum. Ha. Huh. Shopper Command. Kann ich den Papiermüll schmeißen? Oh, der hat mich gesehen, ne? Scheiße. Oh, das ging jetzt schnell, ne? Ah ja, okay, jetzt sind wir wieder hier. General Tscharkow wird in verzweifelte Maßnahmen geschult. Aber das ist, der musste ja so oder so sterben. Oder entweder hätte ich ihn vergiftet oder was anderes. Oder ich hätte ihn vielleicht auch mit Dings umbringen können, mit ihm hier, ne? Weil... Ich brauche also entscheidend Schlüssel. Nein, ich hätte noch eine Schlüsselkopie machen, aber ich muss ja trotzdem ablenken von mir, ne? Ich weiß gar nicht, wie ich die nicht umbringen soll. Das. Hm, ich meine, dass der Gefangene ihn umgebracht hat, ist halt schon ziemlich nice eigentlich in dem Sinne für mich, ne? Ich kann ja jetzt hier nicht jede einzelne Wache mir schnappen, oder? Boah, kann ich? Mal. Ist irgendwo Schränke? Naja, gibt's. Nichts. Das ist, wenn der so nichts sagt, das klingt halt so, als würde. Als wäre der hier schon übel am Suchen, ne? Also, als hätte das hier irgendwie einen. Ah, ja. Also, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass wir mit dieser Lüge so gut durchkommen, ne? Verstecke das Belikov in verzweifelter Maßnahme. 5 Leichen. 5 Leichen sind nicht gerade wenig, ne? So, das ist ja eigentlich das Serverraum, ne? Da sind Leute drin, aber hier... Ach, muss ich das hier auch hier sagen? Gut, das macht es mir eigentlich nur leichter, die einzelnen Büros hier aufzuknacken, ne? Das ist nur ein einfaches Schloss? Uh-huh. Wir haben vorhin noch nicht mal die eigentliche Mission gemacht, ne? Oh Mann, ey. Was haben wir hier Schönes? Hüte zugreifen? Uh-huh. Blitzername LKW-Crew, Verzeichnisferien, Nova 6 Aufträge. Dr. F. Steiner, Nazi-Wissenschaftler, Nova 6 Schöpfer, Symptome erbrechen, Übelkeit, Husten, Ersticken, tödlichen 30 bis 40 Sekunden, Elemente und chemische Zusammensetzung, Schwefel, Rhenium, Neodym, verbleiben Fiole im verschlossenen Schrank, Nova 6 Eintrag 2. Vielleicht gibt es im Büro irgendeinen Hinweis auf die Kombination. Ah ja. Auf Maulwurfuntersuchung zugreifen? Potenzieller Maulwurf. Tscharkow überprüft, Status überprüft, Papka, Alvarado überprüft, Belikov-Status unter Beobachtung, Token verschoben, Sokolov verstromen. Hm. Ja, das ist natürlich schlecht, ne? Dass Tscharkow bereits überprüft ist, ne? Da kann man bestimmt noch nicht irgendwie was dran drehen. Achso, hier wäre ich alternativ rausgekommen. Okay, also hier ist noch ein Schrank, wo wir Leute drin einen unterbringen können. Gut, jetzt sind wir wieder hier. Okay, gut, dann können wir. So, ich glaube, der Typ im Serverraum war nicht allein, ne? Das fällt auf, wenn ich den umbringe.
Also total unauffällig, ne? Das ist halt, oh, alle Wachen im Serverraum sind irgendwie tot. Und jetzt deuten die unsere Daten darauf hinzu, dass es anscheinend Charkov war, der hier verdächtig war. Ja, das ist total unauffällig. Obwohl, warte mal, Niederstrecken ist nicht gleich lautloser Tod, ne? Oder? Oder? War das doch der einzige? Oh, ne, ist das nicht der einzige. Aber hier sind nur zwei, ne? Plotkin? Ja, geil. Hä? Du wusstest in der Sperrzone. Ja, hallo, ich kann ihn halt nicht hier. Was ist denn das? Dass ich renne an ihn ran und kann nichts machen. Wie dumm ist das denn? Das muss ich den Scheiß hier wieder machen. Oh. Wer sind die hier eigentlich? Das Taxi hätte vor 30 Minuten hier sein sollen. Was ist los, Dimitri? Ich habe die Abholung bestätigt. Leider ist Moskau nicht für die Schnelligkeit seiner Taxis. An sich müssen wir jetzt nur noch ablenken, ne? Ja, ich muss ihn noch beschuldigen. Mit Eltern, sie wissen nicht, welchen. Ich könnte einen Hinweis auf Charkovs Computer. Achso, na gut, das kann ich aber auch im Serverraum machen, ne? Dass ich den Scheiß jetzt nochmal machen muss, ist ein bisschen ärgerlich, ne? Also im Serverraum sind zwei Leute. Und ich habe auf jeden Fall noch genug Schränke zur Auswahl, ne? Das ist also nicht das Problem. Hier vorne hätten wir noch einen. Wenn ich die Leute jetzt hier bewusstlos würge, ist natürlich. Schaffe ich das jetzt? Nee, schaffe ich nicht. Ich kann vor allen Dingen in den Raum hier nochmal raus. Achso, klar, ich kann in den Raum raus und kann dann von der anderen Seite in die ranrennen, oder? An Roloff. Der rennt sowieso nur mal bis zur Mitte. Ha. Ich finde das schon ein bisschen verdächtig, wenn der Security-Chef mit irgendwie der Leiche im Schlepptau hier durch den Flur zieht, ne? Das ist irgendwie auffällig, finde ich. Also zumindest hat die Körperverstecken-Dings jetzt hier. Ich glaube, ich mache das andere mit dem Computer, mache ich aber erst gleich danach. Weil das ist, wir wissen ja, dass wenn ein Serverraum steht, ist ja die Gefahr groß, entdeckt zu werden. Das halt dann bis zum nächsten Speicherpunkt wieder zurücklädt. Ah, das ist sehr ärgerlich eigentlich, ne? Aber eigentlich ist es relativ easy, wenn ich den anderen Typen einfach mal kaputt hauen hätte können, dann wäre das halt auch überhaupt kein Problem gewesen. Obwohl übrigens, durch die Lüftungsschicht hier zu kriechen, ist noch halbwegs realistisch, zumindest bei der Größe. Mal davon abgesehen, dass es übel laut ist, aber wir gehen mal davon aus, dass sie nicht freihängend sind, ne? So. Hier drin sind zwei Mitarbeiter, von denen wir wissen. Sind die uns eigentlich überhaupt irgendwie großartig im Weg? Oder können wir an denen einfach vorbeilaufen? Also die Schleichmechanik dieses Spiels ist tatsächlich nicht besonders. Ich sag mal, ausgefeilt, ne? Der andere Typ, der bewegt sich irgendwie nie, oder? Das ist die große Frage, muss ich mir jetzt irgendwie großartig Mühe machen, hier die beiden Burschen zu verstecken, oder kann ich die jetzt einfach hier liegen lassen? Fanny, Hauptsache, hier gibt's ein scheiß Spiel, oder? Nein, ich will nicht Shopper Command spielen hier. Ich weigere mich. Was haben wir hier noch? Wieder zugreifen? 1, 5, 7, 8, 12. Das sieht schon sehr verdächtig aus. Beim Servercomputer anmelden. Was für einen Zugang benutze ich hier eigentlich? Letzter Zugang aufgrund von Wartungsarbeiten nicht verfügbar. Serverknoten. Die vier Knoten wählen zum Finden von Charkov. Switch 157 wählen. Verbindung fehlgeschlagen. Aufgrund von Wartungsarbeiten nicht verfügbar. Serverknoten, ja. Aktiven Switch wählen. Achso, warte mal. Dann muss ich wahrscheinlich irgendeinen davon wählen. 876, der steht hier nicht auf der Liste, ne? Der müsste ja gut sein. Verbindung wird gesichert. Verbindung gesichert. Nicht verfügbar. Ja, ja, toll. Und jetzt? Suchen nach Foxhackhoff, wieder Switch. Ja, nee. Achso, jetzt habe ich noch Zeit hier. Ja, das ist ja schrecklich. Ja, 590 ist nicht drauf, ne? Die 57 ja nicht, oh ne. Ja, gut. Nicht verfügbar, Serverknoten. Und nochmal. Aktiven Switch wählen, ja. Wie muss ich den eigentlich noch machen? Die 5 Stück oder was? 345 sollte nicht dabei sein. Ich muss kurz noch nehmen. Ich musste kurz auf die Zettel nochmal gucken, ob der wirklich nicht dabei ist. Route wird gespeichert.
Umschreibung abgeschlossen, nächste Aktion wählen. So, war es das jetzt? Ich turn autorisierte externe Kommunikation finden. Daten externe Kommunikation zurückzuführen. Unbekannte externe Ursprung gefunden mit D. Belikov. Na toll. Scharkov umleiten. Ursprung und Ziel eingeben. Belikov, Scharkov. Umleitung, Belikov, Scharkov 50%. 100%. Externe Kommunikation, Verschreibung oder falsche Bewertung drucken. Achso, na gut, ich hätte die Typen auf jeden Fall bewusstlos hauen müssen, um die. Ob ich mich hier irgendwie durchschleichen könnte, ohne dass das halt. So, gibt es hier noch wieder einen schönen Hausmeisterschrank mit am besten zwei Schränken drin? Nee, ist das nur ein Schrank, okay. Dann muss ich jetzt eine Leiche noch loswerden, ne? Gut, da steht auch fest, dass das eine Leiche ist. Also, die Person ist wahrscheinlich tot. Ja. Wie jetzt? Ach so, ich muss ja auch noch, ich muss ja noch den Ausdruck mitnehmen, Mensch. Ja, schön Spiel. Ach, das packen wir direkt in so einen schönen Ordner noch rein, damit es auch richtig schön legitim aussieht, das ist ja schön. Trotzdem müssen wir diese Leiche hier irgendwie noch entfernen. Von den vielen jungen Burschen, die hier eigentlich wieder daran glauben mussten, das ist halt irgendwie sehr ärgerlich für die Typen hier. Sie können ja wirklich nicht viel dafür, außer dass halt für KGB arbeiten, aber trotzdem, das ist, naja. Wahrscheinlich soll mir das sagen, dass der Kalte Krieg sehr erbarmungslos ist. So, was bringt mir das Ding hier noch? Diese sehr ruhige Hintergrundmusik, es gibt den ganzen hier auch ein bisschen einen sehr langsamen Touch. Was ist denn das hier noch? Giftschrank? Achso, warte mal. Achso, Nova 6 Eintrag, Tagebucheintrag, Steiner Nazi-Wissenschaftler, nur Erbrechen, Übelkeit, Husten, Ersticken, Tödlichkeit 30 Sekunden. Schwefel, Rhenium, Neodym, verbleibende Fionen im verschlossenen Schrank. Vielleicht gibt es im Büro irgendeinen Hinweis auf die Kombination. Achso, gut, die sind überprüft. Ja, warte mal, da brauche ich eigentlich nur ein chemisches. Wo ist denn mein Tafelwerk schon wieder hin? Das ist ja relativ einfach jetzt hier, oder? Warte mal, das ist halt Schwefel, Rhenium, Neodym. Also ich kenne gerade keiner, der... Vor allem Neodym. Also Neodym-Magneten benutzt man gerne, wenn man... das sind die stärksten Magneten, die wir haben. Aber das Problem ist, dass Neodym sehr... es bricht leicht. Das ist nicht sehr stabil. So, dann haben wir hier irgendwo ein... Moskau. Ach, Mensch, welch Zufall aber auch, dass gerade hier jetzt ein Periodendings rumhängt. Okay, oder Schwefel. Warum ist das so komisch angeordnet? Oh, Freunde. Ich habe noch nichts gefunden. Ist das alphabetisch geordnet? Nein, ist es nicht. Nier brauchen wir nicht. Nickel auch nicht. Schwefel haben wir, 16. S16, das ist ja schön. Ah, ich kann einfach. Rhenium ist 75, okay. So, ne, die müssten mich genau da unten drin. So, 60. Das ist natürlich schön einfach, dass das auch. Jetzt sehe ich immer, wie das funktioniert. Ich kann das nicht mal. Das ist echt total dumm, dass ich das klicken muss. Wie weiß ich, wie Konsole ist, anstatt dass ich die Zahlen einfach eingeben kann. So. Wenn man die richtige Kombination hat, dann geht das einfach weg. Da habe ich mit meinen Dingen auch anscheinend drauf. Ich könnte mich mit Charkov verabreden und es in seinen Tee kippen. Das gute Nova 6 Gift. Ja, das könnten wir natürlich theoretisch tun. Während wir aber nicht mehr bei Charkov tot ist. Ihn zu vergiften ist doch irgendwie die schlechtere Variante, oder? Von jetzt noch Gift beizuhaben, ist bestimmt eine super Idee. Na gut, dann wollen wir mal Charkov beschuldigen. Der Informant ist ja schon tot, das brauchen wir nicht mehr machen, ne? Ich habe die falschen Börse, ich muss ihn nur zu Krachfinko geben. Ja, dann machen wir das doch mal. Danach kann ich immer noch die Bunkerschlüssel holen, ne? Dass das der Genosse General Scharkov tot ist, ist ja auch schon wieder sehr ärgerlich. Das Ding ist vor allem, der wollte uns gerade was. Der war so freundlich, der wollte uns noch was erzählen, der gute Mann. Das ist wahrscheinlich auch eine gewisse Art von Galgenhumor. Hä? Muss ich den erzählen? Ach, der Kontrollpunkt. Ach, hier vorne bei Krachfinko. So, grüß dich. Kann ich mit ihm nicht reden? Ach, ich brauche echt erst vorhin den Schlüssel? Ach, Mann, ey. Was
Ach so. Ich muss ihn wieder wegschicken, wa? Das ist ein Teil, ja. Ja, Genosse. Ein tragischer Verlust, in der Tat, ja. Okay, ich muss jetzt runter in den Keller und Adlers Team reinlassen. Muss ich nicht erstmal den Verdacht von mir ablenken? Was ist das hier noch? Wie kann ich Ihnen helfen, Genosse? Achso, Sicherheitsinspektion. Nee. Das. Warum kann ich denn mit Krafenko nicht mehr reden? Ich muss doch hier noch. Ich muss mich mit Adler treffen. Das ist ja toll, aber ich würde. Oder muss ich den. Nee, ich kann das nicht anklicken, ne? Nee, ich muss jetzt das erstmal das andere Zeug machen. Also wollte ich den Bunkerschlüssel wieder zurückrollen. Wie kann ich Ihnen helfen, Genosse? Ja, hier, Bunkerschlüssel. Warten. Was ist passiert? Er hat davon noch nichts gehört. Ich kann mir irgendwie vorstellen, dass wir damit irgendwie so gut durchkommen, ne? New Mexico. Er geht nach Mexiko. Da muss ich mich verhört haben. Genau genommen werde ich eine Woche in Mexiko sein, bevor es über die Grenze geht. In Mexiko, wie ist das schön. Was gibt's hier noch? Oh, das sagt, das ist der Knast. Hm. Das sieht irgendwie sehr, irgendwie nicht ganz so schön aus wie oben, ne? Weiß nicht, das. Ach, guck mal, hier gibt's aber auch Kameras. Also mir wäre dieser Ort hier sehr unsympathisch, muss ich ja sagen, ne? Ach, Adlers Team braucht Uniformen, um sich zu tarnen. Ich sollte zwei Soldaten in den Tunnel locken. Drücke gut zum Anfunken der Wachen. Boah, das ist, Hier, Belikov. Schickt ein Sicherheitsteam zu mir in den Heizraum. Sofort! Das wäre natürlich großartig für Belikov. Nee, das wäre nicht viel gut für Belikov, wenn er hier rumliegen würde, oder? Hätten wir die Uniform nicht woanders herholen können? So aus neutralen Quellen, weniger auffällig. War nicht sicher, ob du Wort hältst. Ich hatte ja keine Wahl, oder? Achso, und jetzt sind wir auf der anderen Seite. Mit dieser Karte kommt ihr mit dem Aufzug in den Bunker. Was ist mit Uniformen? Klingt, als wären sie jetzt da. Okay, ich locke sie durch und lenke sie ab. Ihr zwei macht den Rest. Bell, in Deckung. Kein Blut. Die Uniformen müssen sauber bleiben. Ja, okay, das machen wir beim nächsten Mal. Bis dahin.